Joho, Leute, und willkommen zurück in Kanada. Ja, wir sind hier immer noch in der Hütte von unserem Arzt. Aber wir machen mal wieder Licht an, dann ist es ein bisschen heller hier, ist ein bisschen angenehmer auf jeden Fall. Wir stellen uns hier hin, weil Karl friert natürlich mal wieder, ist ja klar, warum auch nicht. Er nimmt ja hier nichts mit, ne? Also selbst schuld. Und wir wollten eigentlich ein Häuschen weiter nach dem alten Roser, denke ich mal. Dann haben wir noch eins, zwei, drei Hütten, die wir noch nicht gesehen haben. Also haben auf jeden Fall noch einiges zum Untersuchen. Wir gucken auch noch mal in unser Notizbuch hier. Weil wir haben, glaube ich, die junge Frau, genau, das ist nämlich neu hier hingekommen. Das ist nämlich, dass wir hier einmal die junge Frau, diese Akte scheint unvollständig. Wer ist diese Krähfrau und was ist mit ihr geschehen? Es deutet alles darauf hin, dass sie tot ist, aber es gibt keine Sterbeurkunde. Genau. Da wollte der Doktor ja irgendwie nicht so richtig ran, ne? Weil vielleicht irgendwie im Dorf irgendwie und irgendwo und irgendwas. Ich bin kein Arzt, aber ich erkenne frisches Blut, wenn ich es sehe. In diesem Raum hat jemand stark geblutet vor nicht einmal 2 Tagen. Das ist nicht unbedingt ungewöhnlich, außer Punkt, Punkt, Punkt. Da fehlt uns auf jeden Fall noch einiges. Wir blättern nochmal durch. Mord an Hamilton. Mord an Hamilton. Das Bild von Isabel im Fahrzeug des rücksichtslosen Fahrers deutet darauf hin, dass Dr. Boubré etwas mit der Sache zu tun hat. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was genau. Es ist keine gute Idee, sich in einem solch kleinen Dorf, in dem die gewohnte Ordnung vehement verteidigt wird, als Kommunist zu outen. Ging es dem Doktor nur um die intellektuelle Herausforderung oder war er wirklich überzeugt von der Sache? Jill Shaw ist zum Doktor gegangen. Jetzt muss ich wissen, ob der Doktor Jill gesehen hat. Ich weiß ganz genau, wie man makellose Untersuchungen abzulaufen hat. Okay, das ist einmal die Seite. Eine Erpressung von Hamilton wäre jenseits der Fähigkeiten von Jill. Hat er sich vielleicht erst recht übernommen? Indem er die Erpressung sein ließ und zum Mörder wurde. Ach so, das hatten wir schon. Nee, das schauen wir mal. Das ist das eisige Geheimnis. Da haben wir jetzt im Moment auch nicht mehr, ne? Nee, da ist nichts dazugekommen. Gott sei Dank. Also wir haben im Moment der Unfall. Das ist aber neu, ne? Das haben wir schon hier. Mir kam das Mädchen aus dem Fahrzeug irgendwie bekannt vor. Und ja, das gleiche Bild hang auch in der Arztpraxis. Ich muss herausfinden, was das alles zu bedeuten hat. Hier ruht Isabelle Boubré. Das erklärt die Melancholie. Ja. Ah, also die hübsche Lady hier ist hier. Ne, das ist die Ehefrau oder wie auch immer von dem Doktor. Und der Doktor ist sehr wahrscheinlich derjenige, der uns da über den Haufen gefahren hat. Ist das ausreichend, um anzunehmen, dass der Doktor der Melancholiker ist und dass dieser Melancholiker der rücksichtslose Fahrer war? Elementar, mein liebes Notizbuch. Der Kasten hat Brisantes offenbart. Hamilton wollte die Machenschaften von Gegnern der Demokratie aufdecken. Ich muss noch herausfinden, wie diese Nachricht dem Doktor in die Hände gefallen ist. Ja, also der Doktor ist unser Unfallgegner. Sehr wahrscheinlich.
Vandalismus, das war ja ganz der Anfang. Jetzt sind wir auch ganz am Anfang. Ich glaube, wir haben sonst, haben wir jetzt alles so weit durch. Das hier hatten wir ja schon, das hatten wir auch. Das war nichts vergessen und auch alles verstehen. Na, das ist hier jetzt eben. Jetzt haben wir eine mysteriöse Dame, die jagt. Ja, da haben wir auch noch nicht allzu viel mehr irgendwie bis jetzt bekommen an Informationen. Biografien haben wir eigentlich. Ja, die brauchen wir nicht. Gilles und Giselle Lechant brauchen wir auch nicht. Was ist das hier eigentlich? Hier ist durchgestrichen, wissen wir nicht. Wilfried Roy, das ist hier dieser. Er ist, was ist der? Wildhüter, genau. Und da war doch auch diese komische, ja, dieses komische Buchseiten oder wie auch immer man es nennen sollte. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist die Frau, das ist dann hier Notar, Madame Roy und Beda. Ach so, das ist ja, und sie hier ist sehr wahrscheinlich schwanger. Die Marie ist diejenige, die da mit dem Martin. Sehr wahrscheinlich, ja, oder sie ist hier, genau. Martin Blair. Da müssen wir auch noch hin. Ne? Die Familie, da haben wir ja nur die Nachricht von ihm bekommen, mehr noch nicht. Also wir haben auf jeden Fall noch. Der alte Rosaire, den kennen wir noch nicht. Also Herr Boubret, das ist unser Doktor, der uns über den Haufen gefahren hat. Sehr wahrscheinlich. Der alte Rosaire, da werden wir jetzt hingehen. Und dann machen wir hier die Häuser durch. Ja, und das ist hier die Lady, die sehr wahrscheinlich umgebracht worden ist, ne? Das sind unsere Bilder. Also wir haben Fotos, haben wir ja schon ein paar gemacht. Ach so. Auch hier unsere niedliche Dings können wir gar nicht richtig schön sehen. Hier die Giraffe, ne? So, dann haben wir das. Ne, wir sind jetzt hier. Wir könnten natürlich auch erst zu den Blairs rüberfahren, aber wir sind hier gerade auf dem Weg. Also gehen wir jetzt erstmal zum alten Rosaire. So, dann machen wir jetzt nicht mehr lange rum. Und bitte ab dafür, weil hier sind wir durch. Der Doktor. So, dann ab zum Auto. Und ab dafür. Bevor er hier sich wieder, wer weiß, was einen abfriert, ne? Wir gucken, wir können ja hier noch einmal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas, Auffälliges haben oder irgendetwas noch finden können, wäre ja ganz schön, aber sieht jetzt nicht danach aus. So, komm, dann einmal zurück. Müssen wir noch irgendwie was wegpacken? Ich glaube, wir könnten die Petroleumlampe erstmal wegpacken, weil wir kein Petroleum haben. Und legen noch ein Holz ab. Und einmal Metallschrott, weil wir sind ziemlich voll, ne? Flasche Bier legen wir auch mal weg. So weit erstmal gut. Ach so, hier Zange. Wenn wir irgendwie Materialien brauchen, also irgendwie Werkzeug, wir haben es im Auto. Dann holen wir es uns halt wieder. Dann ist das jetzt so ein bisschen praktischer. Komm, dann steig ein. Zack.
Und dann fahren wir jetzt bitte in die richtige Richtung hier. So, nicht ganz so schnell, sonst kleben wir da gleich vor dem Zaun. Oh, jetzt will er gar nicht mehr. So, ach so. Na, das hat ja einigermaßen funktioniert. Immerhin, da müsste jetzt auf der rechten Seite gleich irgendwo das nächste Haus sein. Was haben wir hier Schönes? Haben wir hier irgendwas? Wir müssen ja alles gucken, soweit, ne? Ist hier irgendwas? Wir gehen mal raus. Er friert zwar schon wieder mega, aber vielleicht ist das ja irgendein Hinweis hier für irgendwas. Da unten ist auf jeden Fall der See. Sieht jetzt nicht danach aus. Ne? Als wenn wir hier, wer weiß was, hätten. Oder? Achso, falsche Richtung. So, bitte. Ne, da ist auch nichts. Sehr wahrscheinlich. Oder eben halt, wir müssen dann halt irgendwann mal hier in Ruhe gucken. Wenn wir wollen. Aber in der Regel finden wir ja dann eh nur irgendwie... ja, Kleinigkeiten zum Basteln oder so. Haben wir hier irgendwo Fußspuren? Sieht jetzt auch nicht danach aus. Oder Wolfsspuren, besser gesagt. Haben wir jetzt erstmal so nicht. Ist da hinten was? Da könnte was sein. Es lädt auf jeden Fall schon mal. Das ist immer ein Zeichen, dass wir in der Nähe von etwas sind, ne? So, sind aber nur kaputte Bäume oder irgendwas. Nee, komm. Dann ab ins Auto, zurück, marsch, marsch und wir fahren weiter. Karl ist sowieso schon wieder am Frieren. Also, das ist hier auch der Superspezialist ohne Jacke. Ne? Wir sind aber richtig, ne? Ja. Müssen dann halt in die andere Richtung, das ist klar. Müssten wir jetzt gleich dann da sein, auf der rechten Seite. So, komm. Zack. Rein da. Geht's ihm schon wieder besser? So, dann ist das hier sehr wahrscheinlich. Und wir bleiben einfach mal hier stehen. Dann brauchen wir nicht hier immer da reinfahren. Die 3 Meter können wir auch laufen. Sehr wahrscheinlich ist das jetzt... Und jetzt ist es total weit. Nee, ist es nicht. Das wäre dann noch so... Das... Na, jetzt ist es doch relativ weit, ne? So. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet, ne? Das Haus des alten Roser. Okay. Aber, was mir gerade auffällt, ist, wir haben einmal Anzünder. Nehmen wir erstmal mit. Was mir auffällt, ist hier, es brennt schon. Irgendwie ist der Ofen schon an. Ich weiß ja jetzt nicht, aber wir gucken mal, ob wir sowas sehen können. Aber das... alle anderen Häuser, wir haben immer Feuer angemacht und hier ist Feuer an. Ach so, unser Inventar mal wieder.
ob wir hier irgendetwas sehen können. Sieht jetzt nicht danach aus. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt nicht irgendjemand drin ist. Na, weil es ist auf jeden Fall Heizung an. Das war falsch. Ich wollte nicht die Karte, sondern... wir haben 3 Schuss. Wir haben 3 Schuss. Sitzt da einer? Carl wondered how long he would have to endure this skin Oh, jetzt stinging erschreckt mich doch cold. nicht so, ja. Ich weiß nicht. Hier kann man nichts sehen. Der kann ja jetzt mal hüpfen. Sitzt da einer? Ich weiß es nicht. Zielen. Da sitzt doch einer, oder? Da. Ist das nicht ein Kopf? Ha. Wir sind Meister Karl. Ich meine, da ist jemand drin. Jetzt weiß ich nur nicht. Ah, wir müssen rein. Wir müssen rein. Können wir zielen und aufmachen? Nee, wir können nur zielen und schießen, ne? Ja, aber vielleicht ist es ja einfach nur jemand, der mit uns quatschen will oder so, ne? Wow. Haha, hey da, Freundchen, alles klar. Können das auch. Oh, wir können schon, guck mal, was wir können nichts mehr gleich, wir müssen rein. Aber er quatscht erstmal nur, glaube ich. Der hatte sehr wahrscheinlich auch Schiss vor uns, war? Ich mach mal, ach so, macht er schon. Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retentisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt et puis bang 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 si ça s'approche. Okay, also er hat eine Schrotflinte, das ist schön. Wir könnten ihn jetzt erschießen vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Und dann haben wir eine Schrotflinte. Du sens les pieds. Oh. Interessant, wir haben auf jeden Fall unsere Waffe verloren, oder wie? Wir stellen uns erstmal hier hin. Vielleicht können wir ihn ja. Ach so, jetzt können wir auf einmal wieder zielen, oder was? Was hat er Voilà, denn c'est da? mieux à faire. Leere Flasche. Wir klauen ihm erstmal jene leere Flasche. Der hat eine Jacke da. C'est vrai, le jeune, que tu te promènes quasiment pas bête. Une bonne police, ça te fait pas tort. Mais je vais te dire une chose. Dans ton coin de pays comme par ici, on n'a rien sans rien. Et où, mon caribou? Karibu, Villa. Du kannst mir deine Waffe mal geben. Si tu veux du linge chaud, parce que tu es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Karibu gegen Mantel tauschen. Wir haben keinen Karibu. Ich möchte einen Mantel, Leute. Wo kriegen wir Karibu? Was ist Karibu? Ich möchte die jetzt eine Da Jacke balance que hier mon haben. caribou tarde. Sorry, wir gucken mal. Encore bon. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Ja.
Oh, wir können hier alles aufmachen. Und er sitzt da. Oh, nicht schlecht. Wie kommen wir an die Jacke? Können wir hier mal irgendwo Licht machen? Ja, ja. Auf jeden Fall hat er einen Ofen an, das ist schon mal nicht schlecht. Aber, ich würde jetzt echt total gerne wissen, was Karibu erstens ist. Und ich würde diese Jacke gerne haben und noch, und vor allen Dingen auch dieses, Gewehr. Oye, 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 y a un tigre d'écarté dans ma maison. Dans mon temps, c'était comme sur l'image. On était vrai, fier, fort, puis on avait le bon lieu de notre bord. Dans mon temps, c'était yeah. comme sur l'image. On était vrai, fier, fort, puis on avait le bon lieu de notre bord. Ok, 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 ok. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. Vois-tu le livre? Fabeln und Legenden, Seite 1. Das lesen wir später wieder. Achso, das können wir jetzt gar nicht. Ach Mann. Moi la belle Rose Lacuille, qui se donne au yob sur le mercredi des cendres. Si tu peux effrayer un peu l'histoire, là. Ich würde so gerne erstmal das ausmachen. Und Oh la belle pétarade. En 17 que c'était. Aha. Il se souvient de moi avec ma belle carabine. Er sitzt da. Naja, dann pass du mal auf, dass da keiner reinkommt. Dann hast du was zu tun. Ach so, also Licht anmachen können wir hier so. Das ist in Ordnung. Nee, das wollen wir auf gar keinen Fall. So. Was haben wir da? Nichts. Eine Tasche mit nichts. Aha. Na toll, wo kriegen wir das her und was ist das bitte? Ach Mann. Ja, ja. Ist ja gut. La Corriveau, Batesh, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. Elle tuait tous ses maris. Was haben wir da? Les uns après les autres. Pas de pitié ja. dans le mariage. Haben wir nur Wasser? Oh Mann. So, wie kommen wir jetzt da dran? Sollen wir ihn erschießen? Ich glaube, das wird nichts. Da ist nichts. Ja. Was haben wir da unterm Tisch? Oh. Oh Mann, da kommen wir nicht hin. So, was machen wir jetzt? Wie kommen wir da dran? Also, er ist auf jeden Fall, so ist er ja friedlich, ne? Also, der hat sehr wahrscheinlich auch Schiss gehabt, dass wir ihm etwas tun. So, wir machen mal aus. Und wir überlegen uns jetzt mal eine Strategie, was wir hier machen, wie wir da an die Jacke kommen. An die Jacke und am liebsten natürlich auch noch das Gewehr. Und zwar in der nächsten Folge.